Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe KollegInnen, liebe BesucherInnen auf der Tribüne. Wenn ich zu Hause erzähle, dass ich für die SPD für Smart Cities verantwortlich bin, dann ist die Antwort immer, ah ja, cool, interessant, weil der Begriff hört sich ja irgendwie modern an, Smart City, das ist irgendwie cool. Und ich habe so in den letzten Wochen gemerkt, dass es noch viel mehr ist als das, was man als allererstes damit verbindet, nämlich Digitalisierung. Eine smarte City, die ist anpassungsfähig, intelligent und nachhaltig. Und es geht also darum, dass man Daten nutzt, um die Transformation unserer Städte voranzutreiben. Dass eine Stadt lebenswert ist. Klimafreundliche Mobilität kann großgeschrieben werden. Barrierefreiheit ist wichtig. Weniger Lärm- und Luftverschmutzung. Ressourcen können geschont werden. Sicherheit ist ein zentrales Thema. Genauso wie Gerechtigkeit. Alle Generationen und alle Gruppen der Gesellschaft sind mit ihren Bedürfnissen wichtig. Und die Partizipation aller Gruppen in der Stadt und in der Gemeinde sind auch essentiell. Die digitalen Chancen können genutzt werden. Apropos digital, ja, Digitalisierung gehört dazu, zum Beispiel bei einer bürgerfreundlichen Verwaltung oder bei einer digitalen Vernetzung von Angeboten. Und die Stadt der Zukunft, die ist eben auch gemeinwohlorientiert und gemeinschaftsbasiert. Und das alles war eine kurze Vision der Stadt der Zukunft. Und die machen wir gerade möglich, und zwar in 73 Modellkommunen überall in Deutschland mit 820 Millionen Euro. Und wir sind mitten in der Umsetzung davon. Und deshalb, liebe CDU, wir sind da auch nicht planlos oder haben keine Visionen. Nein, wie gesagt, wir sind in der konkreten Umsetzung mit dem Smart City Stufenplan. Diskutieren wir, welche Erfahrungen und Lösungen es in den 73 Kommunen gibt. Und ja, wie das in die Breite in die 11.000 Kommunen jetzt übertragen werden kann. Da sind ganz viele Akteure dabei, Wissenschaft, Wirtschaft, Bund, Länder, Kommunen, aber auch die Zivilgesellschaft, zum Beispiel die Urbane Liga. Und da gibt es viele Perspektiven, viele Aspekte. Und diese Sitzungen machen Spaß. Und wir erarbeiten da wirklich einen guten Leitplan und eine echte Anleitung für die Kommunen. Das ist nämlich ganz besonders wichtig. Die Kommunen haben viele Aufgaben, viele Herausforderungen. Deshalb müssen wir sie unterstützen. Und da ist es auch wichtig, dass die Herausforderungen von großen und von kleinen Kommunen unterschiedlich betrachtet werden und da auch in diesem Leitplan dann eben ja, stattfinden. Wir geben dann den organisatorischen Rahmen vor, aber es muss natürlich auch klar sein, dass die Kommunen, die Städte selbst entscheiden, was genau sie umsetzen. Denn es ist ja immer so, die Bürgermeisterin, der Verein oder der Senior oder die Schülerin wissen am allerbesten, wie sich die Stadt verändern muss und was alles notwendig ist. Ich bin froh, dass wir heute darüber diskutieren. Wir können zeigen, was alles möglich ist bei der Stadtentwicklung. Wir zeigen, was nötig ist. Aber wir zeigen auch, was wir als Ampelkoalition schon erreicht haben. Die 73 Modellkommunen haben Vorbildcharakter, das kann man sagen. Aber ich weiß auch, dass zum Beispiel in meinem Wahlkreis Wattgassen sich auf den Weg gemacht hat, ohne Modellkommune zu sein, hat sich das Ziel gesetzt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und dahin dann kleine digitale Schritte zu machen, digitale Infrastruktur auszubauen. Also ich bin froh, dass jetzt schon die Modellkommunen Vorbildcharakter haben für andere Gemeinden. Und dieses Beispiel Wattgassen zeigt zum Beispiel sehr gut, dass man sich zuerst ein Ziel setzt, was sich verändern soll, und dann überlegt, was brauchen wir denn für Lösungen, um dieses Ziel zu erreichen. Dass also die Menschen und die Verbesserung des Lebens im Mittelpunkt steht. Also wenn mich jetzt jemand fragt nächste Woche, wozu hast du denn da im Plenum geredet, was ist denn diese Smart City, dann kann ich sagen, dass es um nichts weniger geht als um die Zukunft unserer Städte und Gemeinden und um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. Eine smarte City ist also eine Stadt, die das Leben der Bürgerinnen und Bürger verbessert, die alle Menschen mitdenkt, den Digital Native und auch die Seniorin, die kein Smartphone hat. Danke an das Ministerium, an die Staatssekretärin Elisabeth Kaiser und die Ministerin Geiwitz. Ich freue mich sehr auf die weiteren Beratungen im Stufenplan. Und im Juni gibt es dann alle Ergebnisse. Und ja, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank.